überhaupt, wir starten voll mit der Heusaison, ne? Aber anstatt mal heute mal aufhören mit mir. Ballertransport, ne? Ich habe auch schön zwei Rundballen vorne in den Frontlader reingeschmissen. Ja? Wir laden helfen hier schon dem Kollegen schon Ballen laden. Ne? Ja, der Kollege kommt gleich mit dem Hänger. Ich habe jetzt vorne beschlossen, kommt die zwei, die drei Ballen, wo hier sind, die hol ich mal schon vor. Dass wir nicht gar so viel hier rumfahren müssen. Ja? Und ja, jetzt können wir eigentlich gleich anfangen mit Laden, so Baller durch. Ne? So ist der Plan. Aber Leute, das macht richtig Laune, immer so geschwind, zwei Rundballen. Cool, das sind so 1,20 oder so, ja. Vorne reinschmeißen, ja. Und du merkst halt den Bulldog nicht wirklich auch, gell? Genau, und wenn wir das dann gemacht haben, will ich eigentlich noch ein bisschen was mehr. Dann müssen wir mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen. Ich glaube 33 Ballen oder so sind's. Laden wollen, ja. Und ja, jetzt schauen wir halt mal, ich hoffe, er kommt gleich. So ist der Plan, ne? Suchen wir schon einen schönen Platz. Beste wäre, da stellt der Hänger da vorne an, ey. Kann dem schönsten nachfahren. Ja, jetzt stellen wir uns mal in den Schatten, bis der Kollege kommt, ne? Weil schwitzen muss ich jetzt auch nicht. Wird von den Leuten genug auf dem Bulldog. Ja, Rundballenlade. So sieht's aus, Leute. Weiter geht's, ich hab's Mähwerk hinterm Fend, ne? Das Krone-Mähwerk habe ich hinter dran. Ja, warum? Ganz einfach. Wir haben gestern noch Ballen geladen, ich wollte echt noch was filmen, aber na, es hat auch angefangen zu regnen und nicht nur ein bisschen. Ne? Wir mussten die ganze Aktion dann zwischendrin abbrechen. Jetzt fangen wir auch mit Mähe. Ich habe das Mähwerk noch aufgehängt, bin wieder. Retour gefahren, jetzt mähen wir halt hier, dann fahren wir retour, mähe drüber Vollsteig, habe ich noch Eulfläche wieder angemäht, oder was heißt angemäht, komplett runtergemäht, weil da mähe ich gerne mal andere Leute für mich und presse dann auch und räume gleich ab, bevor ich das mitkriege. Jetzt habe ich die gleich mal gemäht, damit es einfach mal gebrandet ist. Ne? Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch sonst so noch reißen können. Ne? Ich würde einfach mal sagen, ich mähe hier mal schön bei meinen Hühner, also da sind Hühner, da mähen wir jetzt schön. Und ich habe auch hier gesagt, ich muss noch Fläche angucken. Das hat sich dann festgestellt, dass das einfach diese Fläche hier ist. Also kann eigentlich gar nicht besser laufen. Ne? Wir können mit dem Mähwerk den Hübe raus und den Hübe gleich wieder rein weitermachen. Ne? Eigentlich eine schöne Geschichte. Ne? Das habe ich jetzt gestern eigentlich beim Mähen ausprobiert. Hat mir ganz gut gefallen, aber jetzt probieren wir es halt mal mit der 750er Welle statt mit der 540er. Heißt im Endeffekt, dass wir jetzt zu viel Gas geben. Ne? Nur mit 540 Umdrehungen mehr. Ne? Jetzt nehme ich die 750er Welle, dann kann ich eine niedrigere Motordrehzahl fahren und kann dadurch einen größeren Gang nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen mit dem Bulldog oder ob wir dann komplett aussteigen müssen oder so. Ne? Ist halt doof, ne? Meine Baumstämme stehen da noch drin, die habe ich noch nicht rausgerissen, ich Depp. Naja, kriegen wir schon auch. Ich mähe das und dann nehme ich euch die Hübe mit dazu. Ne? So, dann starten wir noch mal gleich darüber rein. Ne? So, wir kuppeln die Zapfwelle ein. Wir geben ein wenig Handgas. Den Rest mache ich dann immer mit dem Fuß.
ist auch erledigt. Jetzt, Leute, Achtung, jetzt müssen wir ja einklappen. Ne? Ich ziehe hier am Strickel, gebe hier Öl drauf. Und jetzt seht ihr, kann ich hier loslassen. Ich kann hier die Hydraulik hochmachen. Und schwuppdiwupp passt es soweit. So, jetzt müssen wir aber noch eins machen, was wir hier noch nicht gemacht haben. Wir haben ja die Mähhöhe noch gar nicht kontrolliert dieses Jahr. Also steigen wir mal schön ab. Es könnte kürzer werden. Oh ja, es könnte kürzer. Wir sind bei 12 cm. Da können wir kürzer gehen. Also, das heißt jetzt was? Mähwerk ablassen. Später auf dem nächsten Stückel. So, dann würde ich sagen, übersetzen wir mal und dann hole ich euch wieder zu. Ja, Leute, ich bin fertig mit mir. Lecker mir, hat heute auch ein bisschen länger gedauert wie sonst. Jetzt sind mir ein paar Mal die Riemen runtergegangen. Ja. Aber Leute, schaut euch mal diese Mähschwade an. Ja. Ja, da steht richtig Material da drauf. Ja. Lecker mio, Herr. Also, ich habe viele Fläche, die vom Bestand her einfach generell relativ wenig Ertrag bringen. Das liegt einfach dort drauf, dass es, ja, wie soll ich sagen, es gibt sogenannte Magerwiese. Ja? Es gibt diese Fettwiese, sowas wie hier, wo richtig Fettmaterial drauf steht. Und es gibt auch generell Magerwiese, kommt teilweise auch von Lage und vom Boden und so, ja. Und hier ist einfach, ja, vor allem hier, wo es am besten trocknet, nicht. Hey, aber ich muss euch sagen, Leute, Rehkitzsuche ist wichtig, ja. Ich habe heute fast 2 Bambis angemäht, ja. Ich bin runter, ob erst mal der Riemen aufgezogen, weil die Riemen mal wieder davor geflogen sind, ne. Dann da haben wir runter, da haben wir rum und dann da haben wir rüber. Da hoch, da rum, da ganz drüber, einmal runter. Ungefähr so auf Höhe von dem Baum ist der Hanne. Hier ungefähr das Bambi übergerannt. Okay, apropos Bambi, da hinten steht's. Seht ihr das? Seht ihr das da hüpfen? Das Bambi saß hier drin. Das andere ist da hochgerannt. Ja. Ich habe nicht abgesucht, warum, weil ich spät drauf bin, aber Leute, ganz ehrlich, das Material stand hier so hoch, Ugloge, fast Kinnhöhe. Und da gibt es Berichte dazu, du siehst das Reh nicht, wenn es einen halben Meter neben dir im Gras drin liegt, du siehst es nicht. Also, ich kann jetzt hier, was ist das hier, das ist auch fast ein halbes Hektar, jetzt, so wie ich es gemäht habe. Ja. Das kann ich nicht absuchen, Leute, es tut mir leid. Ja. Das geht einfach nicht. Kronefliege wäre eine Möglichkeit, Quest, ja. Aber ich behaupte mal ganz ehrlich, ohne Wärmebildkamera ist selbst mit der Drohne schwierig, ja. Du siehst diese Kuhle vielleicht, ja, aber die müssen dann auch alle einzeln anlaufen. Aber guck mal, seht ihr das Bambi? Seht ihr das Bambi? Ey Leute, ich bin so froh, gell, dass ich es nicht verwischt habe. Weil normalerweise ist das hier auch Fläche, da kannst du auch dritte Gang rein und gib ihm, ja. Weil der zieht das aller 40-50 km/h, macht er ohne Probleme, ja. Hier ist von der Länge her nicht wirklich sinnvoll, ja. Ich hab's Bambi gerettet. Leute, ich bin gerade echt, ich bin so happy, gell? Ich bin so happy, dass ich's Bambi nicht verwischt hab. Ich glaube, jetzt kommt's. Jetzt sind wir ganz leise, kommt's ein bisschen näher her. Anfassen tun wir's nicht, weil dann ist es ein einzelnes Bambi. Aber ich glaube, die Mutter ist eh nicht mehr da. Also, sicher, es waren 2 Stück. Eins ist nach oben weggerannt, eins ist darüber weggerannt. Alter Leute, ohne Witz. Ich hätte euch gerne mehr Aufnahmen vom Meer gemacht, aber es ist halt einfach teilweise so schlecht gelaufen, gell. Ja, Leute, bringt nichts, ne? Lassen wir das Bambi rennen. Lassen wir es genießen, dass es noch alle 4 Füße hat, ja. Das Problem ist ja echt, ja. Wenn so ein Rehkitz, ja, durchs Mähwerk geht. Zum einen, ja, es ist schwierig zu sehen, ja. Und das nächste ist einfach, ihr verwischt meistens die Füße, ja.
vorne oder hinter oder alle vier, dann liegt es da. Wir können den Jäger anrufen. Dann hilft auch nur noch eins, ne? Und das muss nicht sein, vor allem, dann kommt erstmal wieder die Aussage, ja, vor allem hier, wisst ihr, Waldrand, ja, das prädestinierte Gebiet für Rehkitzablage. Und ich habe nicht abgesucht. Aber ich habe keins verwischt, von daher alles gut, Leute, ja. Wie gesagt, macht man eigentlich nicht, eigentlich sucht, ich habe aber noch nie abgesucht, ja. Denn dann wird es so grob durchgeschlappelt, aber Leute, es bringt nichts, ja. Ihr müsst richtig absuchen mit Hund, mit Leut oder mit einer Wärmebilddrohne, ja. Aber alles andere bringt meiner Meinung nach nichts, ja. Wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich zu früh mähe, ja. Normalerweise mähe ich später. Da sind die eigentlich schon so in der Größe, dass ich gar nicht mehr hier drin sitze, ja. Oder ich komme auch nicht so spät wie jetzt, ja. Ich sehe jetzt dahinter, da fängt es schon zu dämmern, ja. Einfach alles scheiße dieses Jahr. Aber egal, wir haben kein Bambi verwischt. Und ich würde sagen, ich schmeiße mir jetzt auf die Mühle. Und dann machen wir Feierabend für heute. Feierabend! Ja, Leute, das war's eigentlich für das Video. Aber bevor wir zum Ende kommen, Leute, wir haben die 1500 Abonnenten geschafft. Und das ist für mich wieder ein Grund, dass ich sage, Leute, super. Abonnenten-Special gibt es keins, das kann ich euch gleich sagen. Ich habe euch gesagt, das nächste gibt es erst bei 2000 Abonnenten. Aber mein Kater, der möchte noch einen raushauen. Ne? Deswegen hat er gesagt, komm, wir verlosen 3x 50 Euro. Ich schätze Amazon-Gutscheine. Das heißt, ihr habt hoffentlich alle Trecker jetzt im Video mitgezählt. Das war eine ganz spontane Idee. Wenn er das nächste Mal hat, der muss das Video jetzt einfach nochmal gucken. So was am Bau. Tut da mal was für meine Watchtime, ne? Genau, alle Schlepper zählen und dann in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, machen wir es diesmal direkt. Mein Kater schreibt euch dann an im Kommentar. Beziehungsweise mir los es einfach dann aus. Ich suche die raus, ich los das aus. Und dann soll euch mein Kater einfach anschreiben. Und dann passt es, ne? Dann klärt ihr das mit ihm. Er hat gesagt, er haut da einen raus. Finde ich super von ihm. Ne? Ein riesen Dank an der Stelle mal an meinen Cutter, ne? Für den tollen Job und jetzt die geniale Aktion. Ne? Finde ich echt super. Genau. So. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende von dem Teil. Das ist, wir haben es jetzt getrennt. Es wäre zwei Teile werte. Genau, im nächsten Teil geht es dann weiter mit Presse, Rundballelade. Also wir haben wirklich, der Fendt war sehr stark im Einsatz beim Heumacher. Richtig geile Maschine, Leute. Ich finde es toll, dass ich so einen Schlepper habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag zum nächsten Video. Übrigens am Sonntag kein Vlog, am Sonntag kommt ein kleines Spezialvideo. Schaut rein und dann macht's gut. Bis dann. Ciao.